Hallo und herzlich willkommen zum Bautagebuch des Zen Garden Paraguays. So, heute wieder ein kleines Spontanvideo von unserer Baustelle, direkt wenn die Arbeiter da sind. Einfach ein kleiner Eindruck, kurzes Video, wahrscheinlich nicht länger als eine Minute. Willkommen im Zen Garden Paraguay mit Nathalie. So, hier seht ihr, die Mauer wird weiter hochgezogen. Es werden die Stützbalken fertig gemacht. Da vorne auch der Bau der Mauer vom Hausmeisterhäuschen geht weiter. Das sind die Thermoblöcke, die gerade durch die Gegend getragen werden zum Einsatzort. Und noch schnell ein Blick von der Seite, wie es denn hier momentan aussieht. Seht ihr, auch hier wird weitergebaut. Da vorne bei der Pflanzenkläranlage tut sich was. Also es ist heute wieder reges Treiben auf der Baustelle. Bis bald wieder. Ja, das Ganze auch nochmal von der Innenseite. Hier sieht man, wie ein Bauarbeiter oben auf der Mauer rumspringt. Hier nochmal die Mauer von der Innenseite, wie gerade gesagt. Einmal ganz am Anfang links, wo später die Glasbausteine reinkommen, wo der Empfang und ein kleiner Kiosk hinkommt. Danach der Hauptraum fürs Hausmeisterhäuschen. Hier sieht man auch, wie die Wände nach oben gehen mit den gelben Ziegeln. Da hinten, wo der Kollege auf einem Brett steht und hochziegelt, da kommt die Toilette rein. Und hier vorne, wo noch nichts ist, da wird dann das zweite Zimmer entstehen. Es wird am Ende ein kleines Zwei-Zimmer-Häuschen sein. Und man sieht auch die Ytongsteine, die auch gerade geziegelt werden. Das ist die Außenwand zwischen Hausmeisterhäuschen und dem Schuppen. Auch wenn das Ganze am Ende zwar das gleiche Dach haben wird vom Material, dennoch natürlich hier auch zur besseren Dämmung auch die Ytongsteine. Ich habe mich jetzt hier hingesetzt, ich habe einen kleinen Klappstuhl dabei, so einen Campingstuhl, und warte auf den Architekten für den täglichen Rundgang und ja, zeige ihnen einfach mal, wie das von meinem Blickwinkel gerade aussieht. Ja, da hinten, wie gesagt, wird die Mauer und das Haus vorbereitet. Das ist die Garteneinfahrt. Und hier die ganz einfache Hütte, wo wir eben dann später auch Werkzeug lagern werden. Und man sieht dahinter schon, dass da die Mauer fertig ist. Natürlich noch nicht verputzt und auch noch nicht angemalt, aber fertig geziegelt. Und oben auch die Bordüre, damit das Regenwasser, wenn es regnet, nicht sofort die Wand runterläuft, sodass die Wand eben nicht alle 2 Monate gestrichen werden muss, haben wir uns entschieden, das zu machen. Damit bleibt der ganze Putz, die ganze Farbe längere Zeit schön. Sieht doch toll aus. Also mir gefällt's. Herzlich willkommen im Zen Garden Paraguay und einen schönen guten Morgen. Bei uns ist es gerade Sonntag, 8 Uhr in der Früh, und wir machen wieder unseren wöchentlichen Rundgang auf der Baustelle, um zu sehen, was hat sich die Woche getan, wo sind die Fortschritte, und ja, schauen wir uns das doch gleich an. Ja, hier sieht man wunderschön die Außenwand. Der dritte Teil der Außenwand ist mittlerweile fertig geziegelt. Und wir benutzen ja für die Mauer, benutzen wir die roten Ziegel, wie man es hier schön sieht. Allerdings da, wo überall an der Wand auch ein Haus gebaut wird, da setzen wir auf die sehr dämmenden, hochwertigen Betonziegel. Und das sieht man hier sehr schön. Das heißt, hier vorne ist die erste Außenwand. Hier wird später der Empfangsbereich und ein kleiner Kiosk hinkommen. Und genau deswegen ist die Wand dahinter nicht mit Ytongsteinen gebaut worden, sondern mit gelben Ziegeln. Das ist die Zwischenwand zum Wohnzimmer vom Hausmeisterhäuschen. Ja, schauen wir uns das doch mal an. Ja, hier sind wir. Hier wird das spätere Wohnzimmer entstehen vom Hausmeister. Und ja, viel zu sagen gibt es hier nicht. Doch vielleicht mal ganz interessant, auch hier unten hinzuschauen. Sie sehen hier, Boden ist klar und dann gibt es eine schwarze Linie. Das ist die wasserabweisende Farbe. Und bis dahin wird der Boden nivelliert. Das heißt, hier wird aufgeschüttet und bis zur schwarzen Kante
ist dann der Boden hier auf einer Ebene mit dem Außenbereich. Das heißt, ich würde später, wenn alles fertig ist, hier etwa 20 cm höher stehen. Auf der anderen Seite, hier haben wir die Toilette, da es eine Innenwand ist, haben wir hier die gelben Ziegel natürlich verwendet und gleich direkt kommt die Außenwand. Hier oben sehen Sie übrigens noch ein Fenster zur Straße, das ist im Moment mit einer Plastikfolie abgehängt, dass nichts ans Glas kommt, weder Schmutz noch irgendwas Größeres, was das Glas kaputt machen könnte. Und man sieht dann hier für uns eine Außenwand, auch wenn danach gleich nochmal ein kleines Holzhaus hinkommt. Das kleine Holzhaus, was hier hinkommt, nennen wir es Schuppen, wird aber besser sein in der Hinsicht, dass es wohnfest ist. Auch wenn niemand wohnen wird darin, ist dann möglich, dass wir hier Obst, Gemüse und andere Sachen lagern können, ohne eben, dass Tiere rankommen. Und das ist auch der Unterschied zu unserer zweiten kleinen Hütte, die wir schon vom Baubeginn haben. Hier geht es ausschließlich darum, um Werkzeug, Maschinen, Material zu lagern, aber nichts Essbares. Das heißt, es ist uninteressant für die Tiere hier. Ja, etwas hatte ich noch vergessen. Kommen Sie noch mal mit zurück. Es sind immer so die Kleinigkeiten. Hier ist noch ein kleines Loch in der Wand nach außen. Hier werden Glasbausteine eingesetzt werden. Das heißt, wir möchten hier im Kiosk-Empfangsbereich möchten wir auch das Abendlicht ausnutzen. Und genau deswegen haben wir gesagt, wir lassen hier Glasbausteine einbauen. Ja, gehen wir noch ein paar Schritte weiter. Und man sieht hier auch wieder ganz deutlich die schwarze Linie. Das heißt, das ist das Niveau, das Level, auf das alles aufgefüllt wird. Also Erde kommt noch drauf und hier kommen dann noch Fliesen drauf. Und das ist dann später die Ebene, wenn man in den Holzschuppen reingeht, auf dem man sich bewegt. Und hier, das hier wird auch alles aufgefüllt, etwa bis 1,5 Meter hier. Und dann wird es hier eine kleine ein Gefälle geben, wo dann eben die Anpassung ist zu dem abschüssigen Teil. Auf diesem Niveau wird sich das gesamte Grundstück am Ende bewegen. Das heißt, wir werden die drei Lote, wo die Wohngebäude hinkommen, das wird alles eben sein, und zwar auf dieser Höhe. Hier, das wird dann eben genau die gleiche Höhe sein. Nur wie gesagt, abschüssig wird es dann etwas in den Garten reingehen. Ist auch ganz angenehm für Regenwasser. Das fließt dann wunderbar in die Richtung, wo die Beete sind. Jetzt gehen wir noch ein bisschen weiter. Ja, und hier sieht man auch, die Mauer ist fertig, der dritte Teil. Ganz oben ist auch schon die Moldura, also die Bordüre gesetzt worden. Die Mauer muss eigentlich nur noch verputzt und angemalt werden. Und das war's dann. Dann ist der dritte Teil der Mauer um den Gartenbereich fertig. Schauen wir uns das Ganze doch mal von außen an. Jetzt kannst du abbrechen oder weiterlaufen. Schauen wir uns doch mal hier die Mauer an. Hier wurde bereits mit dem Verputzen angefangen. Und so wird es dann, denke ich mal, Ende nächster Woche innen und außen an der Wand aussehen. Und hier sieht man ganz einfach, ganz klar, ein bisschen Putz ist schon dran, aber natürlich noch nicht fertig. Und wenn man weiter vorne schaut, da sieht man dann eben noch die unterschiedlichen Ziegel, die noch ganz klar zu sehen sind. Ja, von meiner Seite war es das. Das war der Fortschritt für diese Woche. Ich sage danke, dass Sie wieder dabei waren und freue mich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dann, Ihr Zen Garden Team. Tschüss!